Willkommen im letzten Part von der Saphir-Edition. Rayquaza. Um Rayquaza zu fangen, müssen wir in den Himmelsturm. Okay. Die haben wir ja schon alle ausgeschalten. Ich mach's jetzt bewusst langsamer. Damit ihr sehen könnt, wo die Route zum Himmelsturm ist. Hier ist er. Ja, es gibt ja auch sehr viele starke Pokémon, die man fahren kann. Kann man auch super trainieren hier. Um da raufzukommen, brauchen wir das Allrad. Das setze ich mir gleich ein. Was, Horrorblick? Ach nee. Kämpfe überspringe ich bewusst. Na super. Vergiftung. Jetzt können wir den Rauchball verwenden. Weil ich will den Kampf mit vollem Leben machen. Okay, wo ist denn der? Rauchball hier. Okay. Oh, jetzt wird's knifflig. Jetzt müssen wir da schnell rüber. Ha, hu, ha, hu. Ha. Okay, beim ersten Versuch gleich. Sehr gut. Golbat. Dank dem Rauchball können wir sofort fliehen. Banette. Und jetzt wird's knifflig. Ha! Okay, das haben wir vermasselt. Jetzt müssen wir da direkt in die Mitte kommen. Okay, alle guten Dinge sind zwei. Drei. Ach, kacke, ich war nicht schnell genug. Da muss man sofort die Kurve kriegen. Man darf da nicht so lang zögern. Jetzt müssen wir da in die Mitte rennen. Ja! Gut, jetzt sind wir fast bei Quarzer. Oh, ein Altarier. Ah, Banette. Und wir sind da. Guten Abend, Quarzer. Unser letzter Kampf kommt jetzt. In dieser Edition. Seid bereit. Rayquaza! Es hat Level 70. Blizzard! Warum setzt es Erholung ein? Verstehe ich nicht. Okay. Vierfache Stärke, vielleicht ein One-Hit-Kill. Oh, war sogar ein One-Hit-Kill. Okay, das ging schnell. Ja, das war Rayquaza. Gut, dann sage ich jetzt Tschüss für dieses Let's Play. Ich fliege jetzt nach Wurzelheim zurück zu meiner Mama. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Let's Play wieder. Auf Wiedersehen.